Was kann ich tun, wenn meine Gedanken mich quälen und wenn ich einfach die ganze Zeit leide und ich komme da nicht raus? Wenn du in einem gewissen Thema bist, das dich belastet, und gehen wir mal von dem Gefühl aus Wut, Unterdrückung, vielleicht diese zwei, dass du das immer wieder spürst, kurz dazu. Oft sind wir in Situationen drin, wissen aber die Gefühle nicht dazu. Also schau dir mal deine Situation an und versuch mal herauszufinden, was stecken da für Gefühle dahinter, die du seit Jahren hast oder seit Wochen oder seit Monaten, die dich da gar, wo du nicht rauskommst. Weil die Situationen sind nur verkleidet. Sie wiederholen sich und haben irgendeine Message an dich. Das Verrückte ist an der ganzen Sache, dass diese Situationen auch von unseren Ahnen kommen können. Das, was da noch nicht aufgelöst wurde, was nicht transformiert wurde, was nicht erkannt wurde, kann weitergegeben werden. Und es kann sein, dass du ein Thema mit dir rumträgst von deiner Oma oder von deinem Opa, so ärgerlich das auch ist. Es ist gar nicht dein Thema. Trotzdem erlebst du Situationen, um dieses Gefühl zu fühlen. Weil eventuell kann ja der Enkel, der Nachfahre, dieses Gefühl transformieren, um das endlich zu beenden, diesen Cycle zu beenden, der sich ständig wiederholt. Was, wenn nicht du die Wut bist? Wenn nicht du die Unterdrückung bist, sondern es fließt oder es möchte einfach nur durch deinen Körper fließen. Es wartet auf eine Gelegenheit, dass du aufhörst, die Wand zu machen und dagegen zu kämpfen, sondern dass du dich öffnest und sagst, okay, Wut, du bist da, du darfst da sein. Unterdrückung, du bist da, ich fühle dich jetzt, ich lasse dich komplett zu. Was, wenn du damit arbeitest und es, ja, Punkt. Was, wenn du damit arbeiten könntest? Das zuzulassen. Und nicht zuzulassen, unterdrückt zu werden, sondern zuzulassen, dass du das Gefühl hast, das Gefühl, wenn du alleine bist und einfach den ganzen Tag merkst, dass du nur am Kämpfen bist. Weil wie können wir eine Situation auflösen, wenn wir ständig nur drin sind und am Kämpfen und nur nach Lösungen suchen? Wie kann ich da jetzt raus? Was könnte ich tun? Wie könnte ich diesen Menschen verletzen oder zurück oder es ihm zurückzahlen? Damit kommen wir nicht raus. Ne? Das, was wir raussenden, kommt zurück. Wenn wir da in Liebe mit einer Sache rangehen, was nicht immer einfach ist, also natürlich, wenn man in einer Situation ist, wo man sehr stark verletzt wurde, sollte man auch hinschauen auf seine Rachegedanken. Heißt nicht, Rache auszuüben, aber mit diesen Rachegedanken zu bleiben und auch mit ihnen zu arbeiten. Und nicht sofort alles Liebe, Licht und ja, ich verzeihe und vergebe, weil wir können nicht, da gibt es ja dieses Sprichwort, Glitzer auf Scheiße streuen. Wenn wir so tun, als ob, bringt es nichts. Wir können Energie nicht täuschen, wir können Energie nicht verarschen. Deshalb authentisch sein, mit dir bleiben, mit deinen Gefühlen bleiben. So, das ist das eine Thema, dass du dir klar machst, okay, vielleicht ist es absolut gar nicht mein Thema, das sich ständig hier wiederholt, sondern irgendein Thema von der Familie, das ich jetzt mitbekommen habe, von meinen Vorfahren. Und das möchte einfach durch mich fließen. Kann ich dem Raum geben und mich dafür öffnen? Wie kann ich mich jetzt von negativen Energien reinigen? Die Situation stört mich, sie belastet mich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt habe ich gelernt, Situation, also die Emotionen zulassen und sie durch mich fließen lassen. Wie kann ich mich reinigen? Du kannst dein Energiefeld reinigen, unter anderem, wenn du das sagst, mein Energiefeld reinigt sich, es ist jetzt rein, alles, was nicht zu mir gehört, darf gehen, alles, was von der göttlichen Liebe kommt, darf bleiben und zu mir kommen, mit Salz baden, mit Salz duschen. Du kannst einfach so eine kleine Plastikschüssel, ich sage extra Plastik, weil in der Badewanne geht es sonst kaputt, mit so einer Keramikschüssel, Salz, Wasser ein bisschen mischen und den gesamten Körper damit einreiben. Ich meine, man sagt ja auch, dass das Meer reinigt, wenn wir ins Meer gehen. Das Salzwasser reinigt uns von dem ganzen schlechten Scheiß. Genauso auch kann man das ja zu Hause machen. Es gibt auch Badesalz beim Rossmann, ich glaube auch beim DM. Das kann man sich in die Badewanne reintun. Oder halt beim Duschen, den ganzen Körper einmal damit einreiben. Ja, also nicht so hart, sonst tut's weh. Und dann abduschen. Räuchersachen, genauso, das hilft. Man kann auch ein Salbeiblatt nehmen und um den Körper herum einfach verräuchern. Das hilft auch nochmal, diese negativen Sachen von einem fernzuhalten. Ansonsten freue ich mich über Videowünsche von euch, über euren Kommentar, über euren Daumen nach oben und bis bald zu einem der nächsten Videos.